Joa, willkommen zu einem Infovideo. Und zwar, als ich letzte Woche dieses Bild gesehen habe von meinem Ziel, ist mir aufgefallen, oh shit, mein Tomb Raider-Projekt ist zu Ende. Und damit willkommen zu einem kleinen Mini-Video, und zwar Dinge passieren oder so. Und zwar, das aktuelle Projekt ist ja jetzt zu Ende, Tomb Raider, Legend war es gewesen. Und das Problem ist, ich habe jetzt kaum ein Projekt vorbereitet. Ich habe jetzt ein Projekt aufgenommen, so ein bisschen, zu halb, zum größten Teil. Das fängt jetzt immer ab morgen. Morgen ist Dienstag, da kommt das neue Projekt, beziehungsweise eigentlich sogar eine Fortsetzung eines Projektes. Vielleicht wissen Sie eigentlich schon, was jetzt passieren wird. Und zwar, das Ding ist, ich plane gerade das ziemlich Großes. Also, für euch wird es nur klein sein, und zwar ein ziemlich aufwendiges Video, wo ich dann, keine Ahnung, 25 Minuten Video gerne mal so 4 bis 8 Stunden Zeit investieren muss, und da ist nur das Material da, das Zeug ist noch nicht kommentiert. Das wird in ferner Zukunft ein Projekt sein, das immer mal ganz kurz am Wochenende kommt. 4, 5 Parts werden es, glaube ich, sein. Oder vielleicht 6, je nachdem. Und ansonsten, wie sieht es aktuell aus? Wie gesagt, ab morgen kommt dienstags und donnerstags kommt ein Projekt, ein kleines Zwischenprojekt, nenne ich es mal. Wir haben ja jetzt immer mit dem Montag, Mittwoch, Donnerstag ein Hauptprojekt, und am Samstag kommt halt irgendwas Minimäßiges, und wir haben jetzt ein Zwischenprojekt. Neben dem Nebenprojekt gibt es jetzt Zwischenprojekte, yay, ich führe meine eigene Definition ein und so. Und dieses Projekt kommt ja seit immer Dienstag und Donnerstag. Sind jetzt die ersten paar Ports aufgenommen, werde ich noch weitermachen. Ach, ziemlich cooles Projekt. Ansonsten, wie geht's hier jetzt zukünftig weiter? Ich habe gesagt, dieses kleine, sehr aufwendige Projekt wird in ferner Zukunft kommen, am Wochenende ab und zu. Das Noob-Turnier fängt ja jetzt auch bald an. Am Wochenende, nächstes Wochenende, bekomme ich dann die ganzen Teamnamen und welches Pokémon und so weiter. Sodass dann im Idealfall in 2 bis 3 Wochen dann die ersten Kämpfe da sind. Wenn dann die ganzen Teilnehmer gegeneinander gekämpft haben. Und genau, jetzt langfristig, wie sieht's da aus? Es könnte auf jeden Fall wieder ein cooles Pokémon-Projekt geben. Habe ich schon geplant, ist ein bisschen aufwendiger, wird auch ziemlich anstrengend werden. Ich habe mir wieder eine super coole Challenge einfassen, aber ich weiß nicht, ob dieses Projekt überhaupt noch dieses Jahr kommt. Denn jetzt kommt, wie gesagt, dieses Nebenprojekt kommt jetzt erstmal. Und danach wird es abgelöst durch ein Projekt, das euch vielleicht nicht so gefallen wird. Es wird wieder ein Ego-Shooter werden. Ich denke mal, dieses Projekt wird so, ich werde es so einrichten, dass es quasi um Weihnachten kommt, dieser Block Weihnachten, Neujahr, bla bla bla, dass dieses Projekt da kommt. Danach ist geplant ein ziemlich entspanntes Format, vielleicht sagt ein Die Siedler etwas. Ich versuche mich an Die Siedler. Wird vielleicht ein ganz entspanntes Projekt. Da kann ich da auch ein bisschen auf, falls Fragen sind von der Community, irgendwie darauf eingehen. Und danach wird auf jeden Fall das Pokémon-Projekt nächstes Jahr kommen. Ist ziemlich fest geplant, dass es kommt. Habe ich ziemlich coole Challenge, an der ich irgendwie auch schon seit einem halben Jahr überlege, wie ich es am besten mache. Genau. Das ist so der aktuelle Status. Und ich bin auch gespannt wegen dem Turnier. Ich denke mal, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Teilnehmer, genau gesagt 3 Stück, das heißt, ich spiele das zu 4 durch. Wird ziemlich lustig werden. Ich hätte mir vielleicht Notizen in diesem Video machen sollen, aber hey, Details. Ja genau, Halloween ist ja auch bald. Halloween habe ich noch keine Idee, ob da irgendwas kommt, weil ich habe einfach aktuell keine Idee, was ich da machen könnte. Wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Für Weihnachten habe ich tatsächlich schon irgendwas, muss ich nochmal bearbeiten und so. Ja, ist halt gerade ein bisschen doof, ziemlich viele Dinge passieren, auch YouTube-technisch arbeite ich ja ungern an 2 Projekten gleichzeitig. Aktuell muss ich das einfach, weil dieses eine Projekt so viel Zeit frisst. Dann privat bin ich ja, wie gesagt, in 2 Vereinen tätig, das zieht ein bisschen Zeit, dann wollen die Eltern noch irgendwas. Ich arbeite wirklich schon viele Dinge, die irgendwie parallel passieren und deswegen Zeit fressen. Egal, das Video ist, glaube ich, schon ein bisschen zu lang für ein Infovideo, und wie gesagt, ab morgen dann ein neues Projekt, ein Nebenprojekt, ein Zwischenprojekt, wie man es auch nennen möchte. Und wir sehen es dann. Bis dahin. Tschüss.